Hallo zusammen. Etwas zu recherchieren, nachzuforschen, Interviews zu führen und sich zu informieren, ist sehr schwierig. Darum machen das die Medien in Deutschland meistens gar nicht mehr und drucken einfach irgendeinen Scheiß. Wie zum Beispiel der Manga-Mörder. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, ich glaube November letzten Jahres war es, hat ein 20-Jähriger seine 14-jährige Ex-Freundin umgebracht, weil die Trennung nicht vertragen hat. Beziehungstat ist dramatisch, passiert öfter. Aber die Frage ist, warum ist er jetzt der Manga-Mörder? Nun, das ist ganz einfach. Er mochte Anime und Manga. Und das qualifiziert ihn als den Manga-Mörder. Klingt ein bisschen mehr nach einem Romantitel von Jason Dark als nach echtem Journalismus. Weil nach derselben Logik wäre jeder, der schon mal ein Bier getrunken hat, der Bierkiller. Und jeder, der schon mal in der Kirche war, der Kirchenmörder. Also kann man sagen, vollkommen dämlich. Aber warum der Manga-Mörder? Anime und Manga ist zwar bekannt genug, dass so gut wie jeder schon mal davon gehört hat und irgendwo weiß, das ist dieses japanische Gekritzel, aber die Fans davon immer noch so seltsam sind, dass keiner so wirklich was mit ihnen zu tun haben möchte. Die machen sich die Haare komisch, die tragen Kostüme und mit großen Schwertern durch die Gegend und malen den ganzen Tag irgendwelche Pornosachen. Das ist ja nicht normal, ne? Also perfekte Zielscheiben für die Medien, um daran eine super Story hochzuziehen. Aber halt, höre ich euch durch die Steppen des Internets rufen. Er hat doch auch Bilder gemalt von sich und dem Opfer. Ja, das stimmt. Laut Bild ist das hier ein Porträt des Opfers und das hier ein Selbstporträt. Und sogar andere Medien, wie zum Beispiel die BZ, schreiben, dass er damit sich und das Opfer darstellen wollte. Es gibt da ein klitzekleines Problem. Das Mädchen da, nicht das Opfer. Das ist Black Rock Shooter. Tja, ernsthaft, hier. Selbes brennendes Auge, selbe Narben, ist derselbe Charakter. Und das Selbstporträt? Ach komm schon, das ist Itachi Uchiha. Auch wenn das gerade scheiß ausgesprochen war, das ist aus Naruto. Jeder kennt Naruto. Selbst wenn du keine Ahnung von Animes hast, kennst du Naruto. Hier, ich beweise es euch. Selbe Stirnband, selbe Augen, selbe Falten, selber verfickter Mantel. Das sind keine Porträts, das sind Anime-Figuren. Aber es kommt noch besser. Es sind nicht seine Bilder. Diese Bilder stammen von einer Zeichnerin namens Aika XX. Ich verlinke sie natürlich gerne runter. Wer mir nicht glaubt, Selbstporträt und Opfer. Und mal ganz ehrlich, ich habe mit der Google-Bildsuchfunktion keine 2 Minuten gebraucht, um diese Zeichnerin zu finden. Ich habe übrigens so nebenbei mit der Zeichnerin gesprochen, einfach um zu wissen, ob ich ihren Namen hier nennen darf und die Bilder benutzen darf. Sie ist tierisch angepisst, dass die Bild es nicht geschafft hat, innerhalb von einem Jahr mal eine Richtigstellung irgendwo hinzutippen. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass unter den Zeichnungen ein bisschen was verpixelt war. Das waren die Namen des Täters und des Opfers. Liegt einfach daran, dass ich nicht gerne mit Klarnamen hantiere, soll das lieber die Bild machen. Und die Bild macht das sehr gerne. Die Bild denkt, dass ein vollständiger Name zusammen mit Wohnort, Alter und einem unverpixelten Foto des Opfers oder des Täters dabei total cool in der Geschichte aussieht und total authentisch wirkt. Und leider ist der Bild dabei ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie haben nämlich beim ursprünglichen Artikel das falsche Foto benutzt. Also nicht irgendwie ein Foto vom Täter in Cosplay oder ein paar Jahre zu alt, nein, nein. Sie haben eine vollkommen unbeteiligte Person abgebildet. Ich möchte, dass ihr euch das mal vor Augen haltet. Die Bild ist die am meisten verkaufte Zeitung Deutschlands. Und die hat einen vollkommen Unschuldigen als Mörder auf der Hauptseite gehabt. Wie hat die Bild das gelöst? Eine kleine Entschuldigung irgendwo auf Seite 14 unter ferner liefen. Am Rand, in kleinen Lupenschrift. Ist aber normal. Wenn die Bild innerhalb von einem Jahr nicht bemerkt, dass die Bilder nicht mal von dem Typen sind, wieso sollte dann die Bild irgendwo großartig zugeben, dass sie die falsche Person abgebildet hat? Fassen wir mal zusammen, was genau hier falsch ist. Erstens, der Typ wird als Manga-Mörder tituliert, wenn Manga einfach sein Hobby war und nichts mit dem eigentlichen Verbrechen zu tun hat. Zweitens, es wird behauptet, dass er sich und das Opfer gezeichnet hat, wenn die Zeichnungen erstens fiktive Figuren darstellen, das eindeutig, und zweitens nicht mal von ihm sind. Und natürlich, ganz wichtig, drittens, es wurde das Bild eines vollkommen Unbeteiligten benutzt. Ich möchte mich nicht an der Story aufhängen. Diese Story ist einfach nur ein Beispiel. Ich möchte mich auch nicht an der Bild aufhängen. Wenn ihr mal bei Google eingibt Manga-Mörder oder den Namen des Täters oder den Namen des Opfers,
findet ihr haufenweise Zeitungen, die alle ins selbe Horn stoßen, die alle dieselben Bilder benutzen, die alle dieselben Wortlaute drin haben, die alle dieselben Inhalte verwenden. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche Zeitungen im Besonderen zu bashen. Es geht mir darum, euch darum zu bitten, aufmerksam zu sein. Kontrolliert Sachen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Forscht selber nach. Akzeptiert nicht einfach irgendwas, was da drin steht, und um Gottes Willen lest nicht einfach die verdammte Überschrift und ignoriert den Rest. Wenn euch wirklich interessiert, was da los ist, dann informiert euch selber, stellt selber Nachforschungen an und glaubt nicht alles, was irgendwo in der Zeitung von irgendeinem Tippaffen zusammengeschmiert wurde.